Komm schon. Fairer Deal. Noch lebe ich. Da ist irgendwas. Okay, Secret. Ich hoffe mal, ihr meint das hier wirklich. Das ist auf jeden Fall ein Secret. Hier bin ich Mensch. Hier kann ich speichern, hier bin ich Mensch. Alter, geil, geil, geil. Katsching! Das heißt, wir haben eine sagenumwobene Anzahl von 8 Speicher Crystal Meth. Okay, das Secret meintet ihr. Marco spielt so gut. Spiel nicht so gut, das ist schlecht für die Quote. Ich glaube nicht. Hier bin ich Schinken, hier darf ich stinken. War nicht witzig. Doch. Scheiße. Tada. Bling. Marco 2009? Nee, Marco 2011. Noob! Hatte die Markonische Chronik nicht gelesen. Tada, bling! War 2011, ist doch klar. Hört man doch schon. Okay, um die Ecke links. Um die Ecke Schinks. Um die Ecke habe ich ja schon mal. Und dann Schinks. Schinks? Ja, Schinks. Einfach immer Schinks halten. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Teil da hoch müssen. Oder ob wir überhaupt da hoch müssen. Soweit das geht. Ich habe die Bäume und so gesehen. Ich will erstmal schauen, was hier so ist. Das sind mehr als 3 Kacheln. Ich glaube, den Sprung schafft sie es nicht. Den Sprung schafft sie nicht. Mit dem Quad vielleicht. Die Musik ist wunderschön, das stimmt. Hier soll man auf jeden Fall so hinspringen. Können auch das Schneemobil nochmal auspacken. Vielleicht schaffe ich es ja damit. Ja, man kriegt auf Fahrzeugen anscheinend wirklich keinen Schaden. Das ist eine Falle. Also das hier ist... Ja, die kommt in die Pausenmusik. Pausenmusik überarbeite ich auf jeden Fall noch, verfeinere ich mit ein paar Tomb Raider 3 Tracks. Und der ist definitiv dabei. Da hinten ist eine Kletterwand. Ja, ja, die sehe ich. Da muss ich aber erstmal hinkommen. Die Idee war gut, aber Laras Beine waren zu kurz. Ach das geht nicht. Nee. Das ist nicht der richtige Weg. Das ist eine Falle.
Arkstar ist betrunken, oh nein. So, okay, der Sprung stinkt. Aber mit dem Quad über den Abgrund. Probieren wir das. Das wirkt halt immer wahrscheinlicher, weil diese Sprünge sind zu Fuß einfach zu weit. Scheiße, dann muss ich... Entschuldigung für die Scheiße. Aber dann muss ich... Entschuldigung für die Scheiße. Entschuldigung. Wie lieb von dir. Wieso lieb? Mach keinen Scheiß, Lara, ey. Lara, ey, mach keinen Scheiß. Oh, Scheiß ist doch Schinken! Schinken ist Scheiß! Alter, wir leben noch. Ja, keine Angst, das Quad ist nur nicht wasserfest. Bitte! ja, ich würde sagen, wir haben das geschafft. Stirb. Das ist echt motivierend, wenn Leute im Chat dauernd stirb schreiben. So, hier gibt's angeblich eine Schlange und Deagle-Munition. Im Grunde genommen Sachen, die wir nicht brauchen, leider. Aber wir müssen halt rein, bis der Secret Sound kommt. Bis der Secret Sound kommt. Bis der Secret Sound kommt. Ist kein Secret. Ach scheiße. Wie es noch nicht mal ein Secret ist. Wieso versteckt man etwas so gut? Na gut, okay, gut versteckt war es auch nicht. Ja, ich hab's kapiert, es ist kein Secret. Naja, wir haben trotzdem 3 von 5. Lol. Was dauert denn das LP wieder so lange? Ich mag dich, du bist ein sympathischer Mensch. Jo. Okay. Gab's hier nicht ein mega fieses Secret? Ja, ich glaube ja. Und vor allem kommt hier gleich der Adlerus Madlerus. Eine bedrohte Tierart aus Indien. Bitte sagt mir, dass ich hier stehen kann. Komm näher. Scheiße, ich hasse es. Wie viel habe ich übrig?
Aber das wird knapp. Das wird knapp. Das Quad ist oben. Es gibt einen Rückweg. Es gibt einen Rückweg. Vielleicht war es auch nur fies, weil ich dachte, es sei fies. So, kommt hier noch ein Adler? Nee. Also es ist offenkundig, dass ich dorthin muss. Ah, ich verstehe. Warte mal, wenn ich aber... Ach so. Wie läuft denn der Rückweg dann? Erstmal hinspringen, dann fragen. Lol. Nicht hier. So. So. Leben, tu mir den Gefallen. Ich weiß nicht, ich könnte speichern, das stimmt. Wir haben 7 Saves. Wir speichern. Wir speichern. Ich meine, hier gibt es 2 schrägen Sprünge, die ich nicht kenne. Das ist immer eine eigene Qualität irgendwie. So, damit haben wir wieder 7 Saves. Up, save. So, probieren wir es. Lol. Lol, okay, hätte ich geschafft. Naja, ich will doch leben. Ich will doch nur leben. Bitte, bitte, lass mich leben. Ah, Diegel-Munition. Die wir verlieren, bevor wir die Diegel bekommen. Das war eigentlich wirklich easy, aber ich wusste es ja im Voraus nicht. Wenn man halt einen Sprung nicht kennt, so einen Kacksprung. Der Rückweg ist ein Tier aus der Gattung der Unbekannten, der mir gänzlich Unbekannten. Boah, ich probiere einfach mal aus, ne? Ich meine, wir haben nichts mehr zu verlieren, was? Nee, das wird nicht gehen. Ein Stream in einem Stream. Was ist da gerade passiert? Keine Ahnung, auf jeden Fall läuft mein eigener Stream auf meinem Laptop. Nee, wir hatten 8 Saves, aber ich habe ja gespeichert. Also haben wir jetzt noch 7 Saves. Ja, probieren wir es. Lol, lol. Okay, okay, ist na klar. Wenn ich speichere, funktioniert es beim ersten Versuch. Aber wehe, ich hätte nicht gespeichert. Wehe, ich hätte nicht gespeichert. Ich hätte in den Feuern der Hölle brennen dürfen. Brenne in den Feuern der Hölle, weil du nicht gespeichert hast. Ich sag's euch. Ach so, deshalb streamen in deinem Stream. Okay, ich dachte halt, ich hätte irgendwas Dämliches gemacht. Hätte irgendwie meinen eigenen Stream geöffnet, sodass er im Stream ist und nervt. Aber okay, wenn da nichts war, ist das gut. Es ging nur um Frauentausch, hätte ich mir denken können, was? So, ihr komischen Affenviecher! Kein Schaden, kein Schaden. Wir nehmen das Quad. Wir brauchen das Quad nicht mehr. Wir brauchen das Quad, glaube ich, nicht mehr. Ja, ne? Das ist es halt. Auch wenn wir es nicht mehr brauchen, die Affen können halt klettern und alles. Und die nerven nur rum.
Ich dachte schon, das wäre jetzt der lang erwartete Schaden. Aber den hab ich. Ich dachte, ich hätte was Dämliches gemacht. Marco 2016. Das fasst das Jahr ganz gut zusammen. Lol, lol. Das hätte in Tomb Raider 2 jetzt so viel Schaden gegeben. Oder auch nicht. Wer weiß. So, das Lustige ist, ich glaube, von links kommt man, wenn man den alternativen Weg nimmt. Das werden wir nicht tun. Das haben wir nicht getan. Bis jetzt habe ich in diesem Level keinen Schaden bekommen. Aber im vorherigen, in der Tempelruine, hatte ich 1% Leben, als ich es beendet habe. So, und die Kalia-Höhlen werden nochmal Wahnsinn, denn ich kenne sie nicht. Aber da die einzige Schwierigkeit dieses Levels daraus resultiert, den Weg nicht zu kennen, würde ich ihn halt ungern auch nachschauen. Das heißt, da werden wir noch ein paar Mal sterben, keine Sorge. So, was jetzt mit... Was ist mit den Wistviechern? So, kann ich irgendwo hin? Ja, ich muss sogar. Ach, scheiße. Ist jetzt egal, oder? Ach, ich hasse das. Ich hab noch 2 Schuss oder so. Einen. Das geht so nicht. Ach, aber ich kannte halt den Weg nicht. Ich hätte auch ganz schnell springen können. Naja, kann sein, dass wir jetzt ein Problem haben. Ach, hier drunter. Ich Idiot, hier drunter direkt. Ich hasse diese Adlerus-Matlerus. Ja, und wenn ich das so gemacht hätte, hätte ich 3 Schuss sparen können. 4 sogar. Tja, ich weiß nicht. Also wir können jetzt so weiterspielen. Wir können es wirklich... Aber das ist doch irgendwie... Nee, wir laden. Wir laden. Ja, wir laden. Es ist besser so, glaubt mir. Weil ein Schuss reicht. Ja, Texturbug. Wir laden. Ein Schuss reicht, glaube ich, nicht für den Boss... Und ja, ich weiß, ich kann im Notfall gegen Bosse die Pistolen benutzen. Nur im Notfall und so, ne? Eigentlich habe ich da eher wenig Lust drauf. Also wir laden, wir kennen jetzt den Weg, den wir nehmen müssen. Und wir werden den nehmen und kriegen dann sogar einen zusätzlichen Speicherkristall. Und sparen 4 Schrotflintenschuss. Das lohnt sich. Gibt dick Profit so. Eigentlich, wenn ich sowieso lade, kann ich mich auch in einem unglaublichen Technik-Effekt-Gelaber umbringen. Überfahr doch einfach die Vögel. Scheiße, es ist. Also, es klingt im ersten Moment total dämlich, aber eigentlich ist das total genial. Zumindest die. Es könnte klappen. Ich probier's. Es wäre irgendwie lustig. So. Keine Ahnung, ob das jetzt schneller war, als einfach ohne Special Effects da hochzuspringen. Ah, du bringst mir deine Gabe für Innos. So ist es recht, mein Sohn. Mighty Tommy, im Haus gegenüber spielen irgendwelche Idioten laut Nazi-Metal.
Das Merkwürdige ist, dass sie vor einer Woche die sowjetische Nationalhymne gespielt haben. Ich bin verwirrt, schreibt Mighty Tommy, und ich bin mindestens genauso verwirrt. Aber vielen Dank. Und oh, Kaya Freak hatte was geschrieben. Das habe ich irgendwie übersehen. Ist das nicht gekommen im Dingsbums? Na, auf jeden Fall hatte Kaya Freak geschrieben: Danke, dass du dir das antust. Hier für Schinkentee und die Nerven. Dankeschön, Kaya Freak. Entschuldigung für die verspätete Reaktion. Da stehst du. Nur irgendwie habe ich es übersehen. Tschüss, Stefan. Wir schauen mal, ob wir heute Indien durchkriegen. Dämlich. Ich habe keine Ahnung, ob wir Indien durchkriegen. Ich glaube eher nicht so. Aber ich weiß es nicht. Insofern. So, wir hatten 7 up safe. Und dann haben wir jetzt 8. Ach so, deshalb meinte eben jemand 8 vielleicht. Na, wir haben jetzt auf jeden Fall 8 und wenn wir sterben, haben wir aber wieder 7. Weil wir den hier da noch nicht gesammelt hatten. Das ist manchmal kompliziert. Aber solange ich nur einen Speicherstand lade, wird es nicht ganz so kompliziert. Ja, hiernach kommt ein relativ kurzes Level, nur ich will es ohne Lösung spielen. Und das kann es lang machen. So. Folgendes ist der Plan. Komm her, komm her. Okay. Kann man machen. Muss man jetzt nicht. Wie es halt einfach funktioniert, ne? Aber kennt ja jeder, dass einem Vogel gegen die Scheibe fliegt. Osmose, es ist tatsächlich kein Glitch, das ist Spielmechanik. Wenn ich jemanden anfahre oder mit meinem Auto jemanden berühre in diesem Spiel, ist er tot. Und das ist immer so, konsequent und von den Entwicklern genauso gedacht, so bescheuert das auch umgesetzt ist. Aber das ist eine dieser Sachen, die ich nicht zu Glitches zähle. Glitch ist zum Beispiel der Cornerbug oder wenn ich irgendwie durch eine Wand laufe oder sowas. Kann man machen, ne? Danke an... Oh Gott, wer hatte den Tipp gegeben? Ja, Klaus, Mosu, machst nur Spaß, aber ich wollte es an der Stelle auch nochmal so generell rechtfertigen. Kein Chris hatte diese absurde Idee. Eigentlich eine total logische Idee. Und das ist halt dann der Unterschied von Spielmechanik und Glitch. Hier war es halt die Spielmechanik, die sich komplett logisch so wie immer verhalten hat. Es wirkte albern, weil es Vögel waren, aber so ist es halt. Autounfall, Herr Polizist, das war ein Glitch. Kann man nicht machen. Ich glaube, wir haben alle Secrets, ne? Ja, kann man machen. Und wie gesagt, es ist theoretisch möglich, durch Glitchen 6 von 5 Secrets zu kriegen. Das machen wir aber nicht, weil es nicht nötig ist. So. Vogel überfahren. Eigentlich eine völlig logische Idee. So, hier ist der gute Tony mit seinem Kanu gelandet. Es gibt bestimmt im echten Leben Leute, die gestorben sind, weil sie gegen ein stehendes Auto gelaufen sind. Stimmt, Speicherkristall, nicht vergessen. Wir haben 9 Speicherkristalle. Wir hatten ja noch einen gesammelt. Und falls wir sterben, was nicht mehr passiert, hätten wir wieder 7.
War das nicht in diesem Level? Ich hatte es so in Erinnerung, weil in diesem Level gibt es zwei unterschiedliche Pfade. Kajak-Freak, ich gehe nach Indien, wahrscheinlich nach Nevada. 33 Minuten, was sehr lang ist für dieses Level, aber für alle Sequels geht's wohl. Und wir haben 9 Speicherkristalle ab Safe. So, und wir speichern jetzt. Wir haben den Texturbug. Wir speichern trotzdem und hoffen, dass der resultierende Safe nicht verbuggt ist. Und wie gesagt, Saves nach einem Level sind kostenlos. Ja, der Safe ist in Ordnung. Gut. Wieso nicht Nevada? Secrets found none. Gibt es hier keine Secrets? Also so wirklich nicht? Weil normalerweise steht da ja X von X. Nevada zuletzt, vergesst es. Ich gucke in die falsche Lösung, die hier ist total unübersichtlich. So Leute, geht gleich weiter. Okay, es gibt keine Secrets. Da habe ich persönlich gar kein Problem mit.